EA Poe Productions liest Gerd von Bassewitz, Peterchens Mondfahrt. Heute Kapitel 3: Der Flug nach der Sternenwiese. Nanu, sagten die anderen Maikäfer, die gerade unter der großen Kastanie ein Konzert abhielten. An der hochnäsige Geigensumse man doch ein paar Kinder gefunden, mit denen er zum Mond fliegt. Sie waren so erstaunt, dass in ihr Brummkonzert ein ganz falscher Takt kam. Die drei aber flogen so schnell, dass die Hemdchen der Kinder wie kleine Fahnen in der Luft flatterten. Beinahe hätten sie zwei kleine verliebte Nachtschmetterlinge, die nicht aufpassten, über den Haufen geflogen. Jetzt waren sie über dem See. Der funkelte leise. Alle seine Wellen waren von Silber, und die dummen, dicken Karpfen, die dort wohnten, glotzten durch das Wasser sehr erstaunt. »Oh«, dachte der Karpfen-Urgroßpapa, »das sind aber ein paar seltsame Enten, die da oben flattern.« Er hielt alles, was in der Luft flog, für Enten. 500 Jahre war er alt, aber schrecklich dumm, weil er fast immer schlief. »Oh, oh, oh«, dachten die anderen Karpfen. So viel hatten sie schon lange nicht mehr gedacht, und von der Anstrengung schwitzten sie große Luftblasen. Die stiegen im Wasser hoch wie kleine Perlen. Aber schon flogen die drei Abenteurer über den Wald hin. »Guck«, sagte das kleine Reh Ziep-Ziep zu seiner Mutter, »da fliegen zwei weiße Fledermäuschen.« Doch die Mutter wußte es besser, denn sie hatte feine Ohren und hörte alles, was man im Walde erzählte. »Es ist der Maikäfer Sumsemann, der mit zwei Kindern nach dem Mond fliegt«, sagte sie. »Wollen Sie den Mond fressen?«, fragte Ziep-Ziep. Es glaubte nämlich, dass man den Mond fressen könnte, weil er so ähnlich aussah wie eine gelbe Butterblume. »Frag nicht so dumm, und iss dein Salat«, sagte die Mutter. Ziep-Ziep war wirklich noch zu klein, um die berühmte Geschichte von dem Holzdieb und dem Maikäferbeinchen zu verstehen. Immer schneller und immer höher flogen die drei. Das Haus, die Wiese, der See, der Wald lag bald tief unter ihnen. Die Hügel, die Berge, an denen die weißen Nachtnebel hingen, versanken. Und dann lag die ganze Erde dort unten, unermeßlich tief in der blauen, stillen Nacht, mit allen ihren Ländern und Meeren. Die große, liebe Erde im tiefen Schlaf. Das Herz klopfte den Kindern, aber tapfer hielten sie die Ärmchen ausgebreitet und machten keine einzige falsche Bewegung. Der Maikäfer flog ihnen voran. Er geigte unermüdlich und sang ein Liedchen dazu. Seltsam. Ganz anders sahen jetzt die Sterne aus als von der Erde, wenn man sie abends vom Garten her betrachtete. Als ob sie freundliche, liebe, lachende Gesichtchen hätten mit silbernen Löckchen drum. Immer mehr wurden es, je höher man flog. Nur die Großen konnte man von der Erde sehen. Die Kleinen sah man erst jetzt. Es waren viel, viel Hunderttausend. Und plötzlich begann es durch den schweigenden Himmelsraum wie von unzähligen Glöckchen zu klingen. Zuerst ganz fein und leise, dann immer lauter und deutlicher und immer schöner. Nein, es waren keine Glöckchen. Jetzt hörten sie es deutlich. Es waren viel tausend kleine Silberstimmchen ringsum. Die Sterne sangen in der Nacht, und so war ihr Lied. »Auf der Erde ist Frieden, auf der Erde ist Ruh, alle Kinderlein schlafen, haben die Äugelein zu. Hoch am Himmel, im Schweigen der heiligen Nacht, halten viel tausend Sternlein treu ihre Wacht. Alle Tierlein auf dem Felde, alle Vöglein im Wald, alle Fischlein im Wasser träumen nun bald. Silberglöckchen, die läuten, und Silberlicht rinnt, und die Sternlein, die singen, süß träumt das Kind.« Rings um die drei kleinen Abenteurer war während dieses Gesangs ein wundersames Leuchten, das immer stärker wurde. Es ging von einer weiten, silbernen Wolke aus, die vor ihnen im unendlichen Himmelsraum schwamm, wie ein großer Nebel.
Man sieht manchmal des Nachts auf der Erde, hinter dem Garten, über dem Fluss oder über dem See solche Nebel. Wie Tücher sehen sie aus, die still und weiß in der Luft liegen. Nur viel heller, viel größer war dieser Nebel im Himmelsraum vor den Kindern. Und als sie nun immer näher kamen, sahen sie sehr sonderbare Dinge darauf. Hunderte, tausende von kleinen Stühlchen standen dort um ein schönes silbernes Pult herum, genau wie die Kinderstühlchen in der Schule um das Lehrerpult. Neben dem Pult hing eine dicke silberne Glockenschnur mit einer wunderschönen Troddel vom Himmel herunter. Auf der anderen Seite aber stand eine riesengroße Pauke neben einem mächtigen silbernen Fernrohr. Weit hinten, auf einem Hügelchen, von dem ein feiner Nebelweg nach vorn lief, sah man einen niedlichen weißen Schäfchenstall mit einem rosaroten Dach darauf und runden komischen Fenstern, die wie kleine Äugelchen guckten. Um das Ganze aber lief ein Gitterchen so zart, als sei es aus Porzellan gesponnen worden. Was war dies nur alles? Es war die Sternenwiese, der sie sich näherten. Sie liegt mitten im Himmel und war die erste Station auf ihrer großen Fahrt.